Ja, hallo Borgheide, hallo Welt, hier sind wir wieder bei unserer Serie der Kamingespräche und diesmal ist es der dritte Film, den wir hier machen und natürlich haben wir uns dazu wieder einen Gast ausgepickt hier. Das ist der Herr Uwe Schomburg hier aus Borgheide und natürlich unser Matze und wie immer bin auch ich hier. Ja, du Uwe, wir duzen immer ganz frech. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, wenn wir dich hier, weil wir hatten uns vorher noch nie gesehen, ne? Genau. Aber ich denke mal, so Kreative unter sich duzen sich sowieso immer. Da sieht sich das so schlecht. Man kann immer so wenig reden. Ja, der Uwe Schomburg, also wie gesagt, es geht ja hier um unsere Serie der kreativen Köpfe hier in Borgheide. Da haben wir wieder einen hinter so einem Baum hervorgezerrt. Das ist nämlich unser Uwe. Der ist hier Kämmerer in Borgheide, heißt das so? Nee, Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Ah, Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Ja, so ein richtiges Wort zum Stolpern. Kämmerer oder Schatzmeister oder so hätte sich noch viel cooler. Haben wir sowas in Borgheide? Ich muss mal nochmal fragen. Nee, das hat das Amt. Das Amt hat das in Borgheide nicht. Ja, und ganz nebenbei, neben seiner beruflichen Tätigkeit, wo wir nachher nochmal dazukommen wollen, ist ein Schriftsteller, wie man hier sehen kann, hat er ganz, ganz viele, viele Bücher geschrieben schon. Manche kann ich überhaupt nicht lesen, nicht weil ich nicht lesen kann, sondern weil ich offensichtlich dieser vielen Sprachen hier nicht mächtig bin, die hier in den Büchern sind. Muss ich sagen, ich habe erst eins geschafft zu lesen, ist nämlich genau das hier, die Quelle. Kann ich sehr empfehlen. Gut. Fangen wir gleich mal an. Und zwar, ich fange mit der ersten Frage an. Wir sind ja alle nicht von hier. Also ich bin später auch mal hierher. Aber ja, natürlich sind wir von hier, aber früher nicht. Wo kommst du her und wie hat es dich nach Borgheide verschlagen? Also ich komme aus dem Südharz. Ich bin in Bad Lauterberg aufgewachsen. Bin im Jahre 1979 nach Berlin gegangen, nach meiner Ausbildung. Und bin nach der Wende schon ziemlich früh, im Jahre 1993, haben meine Frau und ich ein Grundstück gesucht, weil wir Kinder haben wollten, aufziehen wollten und da hat es uns nach Borgheide verschlagen. Warum Borgheide? Wir haben ein Grundstück gesucht und das haben wir im Winter getan. Wir haben zum Beispiel auch im Norden gesucht und da stand das Wasser auf den Wiesen, hätte man eine Wanne gebraucht und so sind wir auf Borgheide gestoßen. Hier waren Wohngebiete ausgewiesen und dann haben wir uns beim Bürgermeister beworben. Stimmt, das ist ja Wohngebiet. Du wohnst ja nicht ganz so weit weg von mir her, habe ich gesehen. Genau. Und das hier war mal das Musterhaus gewesen. Ja, ich weiß. Aber da stand deins schon, ne? Ja. Okay. Ja, und jetzt wohnst du hier. Was gefällt dir nach diesen vielen Jahren an dem Ort Borgheide an sich? Dass er grün ist und dass er sich entwickelt. Stimmt, kann man nicht widersprechen. Ne? Richtig. Fast 2000 Einwohner mittlerweile. Ja. Und wie gesagt, hier ist eine Menge los und wir haben extrem viele Kreative. Ja. So, bleiben wir mal ganz kurz, bevor wir zu deiner Schriftstellerei kommen. Was hat dich eigentlich bewogen, hier im Ehrenamt in der Gemeinde mitzuwirken? Naja, also ich bin schon der Meinung, dass man irgendetwas, wenn man in einer Gemeinde zuzieht oder wenn man hier lebt, dass man irgendwas machen soll. Matthias ist im Schwimmbadverein tätig und ich bin sondern nach 1998 habe ich mich der SPD angeschlossen, aber nicht als Parteimitglied, sondern habe nur gesagt, pass mal auf, ich würde gerne mitarbeiten im Gemeinderat und bin dann nach 1998 gewählt worden und bin ja seit fast 20 Jahren bin ich nun im Gemeinderat und immer für die Finanzen zuständig. Das musst du scheinbar gut machen. Naja, die meiste Arbeit macht das Amt dabei. Mhm. Aber es ist schon eine interessante Aufgabe. Du darfst. Ja. Ja, genau. Du bist ja für die Finanzen zuständig. Ich vermute ja, oder vielleicht weiß ich auch ein bisschen was drüber, was bist du eigentlich im Hauptberuf? Wie trifft sich das mit der Arbeit in der Gemeinde? Also im Hauptberuf habe ich eine Lehre als Sparkassenkaufmann gemacht und habe dann im zweiten Bildungsweg über 10 Jahre bis zur höchsten Managementausbildung in der Sparkassenorganisation durchlaufen. So trifft das ja schon mal den Finanzzweig. Genau. Bin da heute aber nicht mehr drin tätig,
sondern bin einfach in einer großen Firma mit in leitender Funktion tätig. Aber du hast jetzt keine Finanzbücher geschrieben? Ne? Nein, nein, nein. Gar nicht. Aber gar da kommen nicht, wir auch nochmal zu. Die Frage, die ich hier habe, die spart sich ja schon, hilft deine Ausbildung bei der Unterstützung der Gemeinde, selbstverständlich. Ne? Das ist ja eigentlich prädestiniert für diesen Job als Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Haushaltsausschusses. Schweres Wort. Üben das nachher nochmal auszusprechen. Üben wir nachher nochmal, ja. Ja. Kommen wir zu deinen Büchern. Ja. Matthias, hast du eine Frage? Genau. Du bist ja nur ein Buchautor. Was genau sind denn das für Bücher, die wir hier so vor uns sehen? Sind das Romane, sind das Krimis, sind das Thriller, ist das Comedy oder als was sehen wir das? Das sind Romane und das sind Thriller. Das ist Genre-Literatur und ich schreibe sowas gerne. Ich habe von Anfang an, von meiner Jugend an, habe ich gedacht, ich schreibe mal sowas. Und dann habe ich schon in jungen Jahren damit begonnen. Möchte ich gleich noch mal eine Frage dazu stellen. Thriller, ja. Ist immer so dunkel. Ich gehe da ja ab und zu bei dir mit Chili vorbei, ja. Abends immer da. kommst du daher, weil du Angst hast da hinten, weil der Wald vor Augen hat und die Wölfe kommen? Wir haben doch da Laternen stehen. Ja, stimmt, eigentlich schon. Es ist, na doch, ab 12 ist dunkel. Ja, das war jetzt ein Beschluss der Gemeindevertretung. Ja, aber wie gesagt, musst ja irgendwo deine Ideen für diese Bücher herholen. Das kommt jetzt nicht, kommt es hier aus deinem Leben in Borkheide zufällig? Thriller? Nein. Weil dir passiert ja manchmal was tatsächlich Nein. dazu neigen könnte, einen zu schreiben. Also die Themen, ich sag mal so, wenn ich die Themen nehme, das erste Buch, die Sirius-Verschwörung, die hat was mit der Area 51 zu tun in Amerika. Ja. Da wisst ihr ja, worum es da geht, was man da immer vermutet. Ja. Das zweite Thema, der Babylon-Code, das ist ein Thriller, der handelt um Religion und Wissenschaft. Und das dritte Buch, die Quelle, handelt von Energie. Das alles immer in eine spannende Handlung verpackt. Also steckt immer ein Thema hinter. Das heißt, wie viele Thriller hast du circa? Ich habe drei Thriller veröffentlicht, ja. Und der Babylon Code ist der erfolgreichste, ist auch in viele, viele Sprachen übersetzt worden. Okay. Hat 4 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste gestanden. Ja, Uwe, wenn wir jetzt hier so sitzen, jetzt würde mich tatsächlich interessieren, wir haben ja hier schon einen ganzen Stapel Bücher, so 2, 4, 6 viele. Wie viele Bücher hast du insgesamt geschrieben? Welche Auflage ungefähr? Ja, also geschrieben habe ich 6 Bücher bisher. 2 zu Anfang der 90er Jahre, die wollte keiner haben. Dann habe ich erstmal Kurzgeschichten geschrieben, die habe ich für die Schublade geschrieben. Bei Kurzgeschichten verlegt auch keiner gern. Und dann habe ich bei einem Internetwettbewerb mitgemacht. Da habe ich dann mit einer Kurzgeschichte gewonnen. Deswegen habt ihr auch hier dieses eine Buch Liebe und Herzschmerz. Da ist die Kurzgeschichte nämlich drin. Das war meine erste Veröffentlichung. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe nochmal einen Roman, den habe ich auch geschrieben. Den habe ich bei vielen, vielen Verlagen eingereicht, überall Absagen bekommen, bis eine Auszubildende im Lübbe Verlag sich in diesem Manuskript festgelesen hat und zur Lektorin gegangen ist. Sie sollte nämlich Absagen schreiben und gesagt hat, das können wir nicht zurückschicken, gucken Sie sich das mal an. So. Und daraus ist dann ein Anruf geworden, den habe ich in Thüringen auf der, glaube ich, A4 oder sowas bekommen. Und da rief dann die Lektorin an und sagte, haben Sie noch mehr davon? Wir wollen das veröffentlichen. So. Das muss so manchmal kommen, oder? Man kann schreiben, wie man will, aber deswegen, mich hat das so ein bisschen irritiert. Also entschuldige, dass ich so dazwischen knalle, aber das ist so mein Markenzeichen, dass ich nicht ausreden lasse. Nee, ist nicht so. Schublade. Das heißt, da könnte ja sein, dass da richtige Schätzchen drin liegen, nur weil irgendwelche Leute so ignorant sind und da nicht richtig reinlesen wollen. Naja, ich sage mal, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, ich bin ja nun auch schon 60 geworden und irgendwie
dann kommt die Rente, dann kann man das ja alles nochmal überarbeiten und kann man ja nochmal versuchen, das auf den Markt zu bringen. Ja, wäre jetzt echt schade, oder? Ja, genau. Oder wenn dann, wie ist das so immer, das kenne ich ja so auch, der Künstler gilt nichts im eigenen Land, beziehungsweise werden die Sachen erst wertvoll, wenn man nicht mehr ist und nicht mehr nachproduziert wird. Ne? Kennt man ja von den ganzen. Ja. Und was die Bücher, die ihr jetzt hier seht, das sind ich habe euch mal auch die Auslandsauflagen oder die Auslandsexemplare mitgebracht. Ja. Da sind zum Beispiel von dem erfolgreichsten Buch, das Babylon Code, sind in Deutschland weit über 100.000 verkauft worden mit allen Nebenauflagen. Ja. Und die sind auch ins Ausland verkauft worden. In die Türkei, nach Spanien, nach Italien, nach Rumänien. Also da haben schon viele nachgefragt. Ja. Aber wie das auch so ist mit Auslandsverkäufen, die Lizenzgebühren, die dafür sind, die man dafür bekommt, die sind sehr gering. Also das geht manchmal nicht an 1.000 Euro heran. Man glaubt das immer nicht, das ist aber so. Und so eine tolle Geschichte, die wir mit dem spanischen Verlag erlebt haben. Das Buch war gedruckt, dann ist der Verlag pleite gegangen. Nie Geld gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Auflage da verlegt worden ist, habe aber Anrufe und E-Mails aus Südamerika bekommen, wo das Buch also ausgeliefert oder aufgetaucht sein muss. Ne? Siehst du, bevor ich das vergesse, ich habe mir das nochmal kurz notiert. Sag mal, du hast es angerissen. In wie vielen Sprachen sind deine Bücher übersetzt worden? Kann ich dir nicht aus dem Stand sagen. Ich sag mal 6, 7. 6, 7. Ja. Aber immerhin, ja, ist ja schon, muss ich sagen, finde ich schon. Matze. Ja, genau. Und du bist ja nun eben auch Autor. Und Achso, ich will nur eins sagen. Ja. Die Auslandsauflage kenne ich nicht. Wie viele Bücher im Ausland verkauft sind zusätzlich, weiß ich nicht. Das ist aber auch irgendwie ein bisschen blöd, finde ich, oder? Ja, Man möchte ja schon wissen, wie viel da so unterwegs ist. Zumal so andere Leute damit ihr Geld verdienen. Ja, genau. Ja? Und du gehst immer jetzt hier vorne da am Markt mit dem Hut rum und trinkst Kaffee und ach, apropos, möchtest du Gags? Nee, danke. Okay, ja. Genau, was natürlich dazu gehört, sind auch Lesungen, wie zum Beispiel auf Messen, dass man es vorstellt oder mal eine Lesung macht. Machst du auch so eine Lesung für die Öffentlichkeit irgendwo? Ich habe jedes Mal, wenn ich ein Buch vorgestellt habe, die erste Lesung hier in Bockheide im Fliegerheim gemacht. Das ist betreut schön. Von Edda, die ihr ja schon hattet. Ja. Er hat meine Frage geklaut. Nein, er hat die Antwort weggeklaut. Ja, und ich habe auch so, wenn Anfragen kamen, schon Lesungen gemacht. Das war im Westfälischen oder auch im Belzig, in Buchhandlungen. Aber das ist im Moment, ist das eingeschlafen. Es muss erst wieder ein neues Produkt kommen. Ja. Dann kann man wieder mit neuen Lesungen anfangen. Aber du könntest ja auch zum Beispiel ganz tief in der Schublade kramen und könntest mal eine Sonderlesung machen von ganz frühen Werken. Dazu hat es schon eine Anfrage gegeben. Von Edda. Wollen wir mal sehen, ob wir das irgendwann mal machen. Genau, und weil wir schon noch dabei sind, jetzt greife ich mal gleich rein. Ja. Hast du schon mal Filmanfragen gekriegt, dass sie deinen Roman verfilmen wollen? Leser schlagen das immer wieder vor, aber die Rechte, die zu verkaufen sind, die liegen beim Verlag. Ja. Und der muss sie dann verkaufen. Und wer sich damit ein bisschen beschäftigt, der weiß, dass das ein relativ schwieriges Geschäft ist. Na gut, da stecke ich nicht so drin. Ja, ich habe ja wie gesagt die Quelle, was man, wenn man da liest, also ich zum Beispiel kriege dann zwischendrin Gänsehaut, weil das ist auch wahrscheinlich ein Markenzeichen von dir in den Büchern, wenn du plötzlich liest. Und man macht sich ja seine eigenen Bilder in dem Buch und man kriegt plötzlich Gänsehaut, weil man genau weiß, verdammt, jetzt ist er mit seinem Buch in Bockheide gelandet. Ja. Weil da Textpassagen eben den Ortskern von Bockheide ins Detail beschreiben. Ja, mir Asche auf mein Haupt. Ist das in allen Büchern so verpackt? Das ist in, jetzt muss ich überlegen, ich glaube im Babylon-Code nicht, in den anderen beiden Büchern ja. Mhm. Ich habe noch kein Buch gelesen, aber werden wir nachholen. Versprochen. Wirklich das versprochen. Ihr habt es noch nicht gelesen. Wenn wir mal Zeit haben, ja, wenn wir mal Zeit haben, nach dem Weihnachtsmarkt hier in Bockheide. Ja, weil wir haben halt, das heißt, wir lesen ja auch, meine Frau liest sehr viel, ich lese ab und zu auch mal weniger Romane. Doch, eigentlich wenn dann überhaupt so Thriller oder so eine spannende Romane. Früher war es so utopische Romane. Ist das nicht noch ein Feld, wenn man so irgendwelche Geisterflieger hier sieht? Nee. Möchtest du noch mal auf die
elektronischen zu sprechen kommen? Oder wie fragen wir, mach mal weiter, Matze. Ich muss noch mal. Mach mal weiter. Ja, haben wir schon über die Pläne für die Zukunft gesprochen? Was ist im Plan? Naja, ich habe ein Buch fertig, ein neues Manuskript. Und das ist jetzt bei einem Agenten und dieser Agent soll das verkaufen. Weil heutzutage läuft fast nichts mehr ohne Agent. Hm. Und nun wollen wir mal sehen, was da im nächsten Jahr passiert. Ob er es verkauft, wie er es verkauft. Und wenn er es verkauft, dann geht es weiter. Verkauft er es nicht, müssen wir uns was Neues überlegen. Ja, sag Bescheid, wir werden es hier kundtun. Ja. Ist aber echt ein mühsames Geschäft, wenn ich das so höre. Ne? Ja. Du bist im Prinzip auf, von der Arbeit anderer, auch von der Überzeugungsarbeit anderer Leute angewiesen. Ja. Ne? Ja. Wenn die, du musst halt jemanden überzeugen, der an der Quelle sitzt und sagt, hier, das ist ein heißes Ding, das nehme ich. Und wenn der echt keinen Bock drauf hat oder deine Nase ihm nicht passt, in Anführungsstrichen, dann... Schlecht geschlafen, durchgefallen. Ja. Musst du den anderen suchen. Ja, aber ist immer so. Ich kenne eigentlich solche Sprüche, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also der Buchmarkt ist ja im Moment extrem schwierig. Mhm. Es gibt Verlage, die kündigen ihre ganze Midlist, so nennt sich das, also Autoren. Mhm. Oder haben, was ich zum Beispiel, was mir Gott sei Dank nicht passiert ist, die kaufen Manuskripte auf für ein Garantiehonorar. Der Autor hofft, dass das nun irgendwann veröffentlicht wird. Und dann sagt der Verlag, ach weißt du, das läuft im Moment nicht so. Ich habe zwar mein Garantiehonorar gezahlt, aber das schreibe ich ab. Dann schreiben sie das ab und das Buch wird nie veröffentlicht. Das Manuskript ist weg, ist verkauft. Dafür schreibt man eigentlich nicht, ne? Nee, ne? Man schreibt, dass es gelesen wird, nicht, dass es irgendwo schimmelt in der Schublade. Auch sowas gibt's. Ja, aber gut, okay. Nochmal so eine Frage, und zwar, was bezweckst du eigentlich mit deiner Schreiberei? Hast du nicht genug zu tun mit deiner Arbeit und hier in der Gemeinde und zu Hause? Also, ich will unterhalten, aber in erster Linie will ich schreiben. Hm? Ich tue mir damit was Gutes. Kenne ich. Das ist doch eine Art von Egoismus, ne? Ja, das ist Selbstbefriedigung, nenne ich das immer, wenn ich meine Arbeit mache. Ja, doch, auf einer anderen Ebene schon. Also es geht mir nicht um die erotische Variante, sondern um Du kannst auch Rasen mähen und bist immer glücklich. Ja, geht auch. Auch Selbstbefriedigung. Ja. Es hat nichts, also ich will echt die sexuelle Variante da rauslassen, hat damit nichts zu tun. Es geht aber darum, was zu schaffen, selber was zu schaffen, um was. Ja. Und wenn du dann so ein Buch in der Hand hältst. Schön. Schön, ne? Ja. Also es geht gar nicht mal ums Geld, höchstwahrscheinlich. Nein, überhaupt nicht. Damit wird man nicht reich. Also die Autoren, die damit reich werden, die sind, das ist ein Ken Follett oder sonst wer, aber die Mehrzahl der Menschen nicht. Ich kenne das Problem, ich habe auch schon Bücher veröffentlicht oder mit drin und ist schön. Ja. Ja, ich kenne das. Matthias. Genau, ich hatte noch, die Frage hast du quasi selber beantwortet, man kann davon nicht leben, deswegen ist die Frage, würdest du fürs Schreiben den Job aufgeben, quasi schon obsolet, aber was ich noch wissen würde, wir haben ja schon viel über Bücher und Verlage und das Herausbringen von Büchern gesprochen, der Buchverlag heute, quasi im Wandel der Zeit, alle Leute lesen elektronisch, wie lange lesen wir eigentlich noch Bücher aus Papier? Was wird sich ändern? Also ich glaube, es wird immer Bücher aus Papier geben, glaube ich fest dran. Beides wird nebeneinander existieren. Auch bei mir ist es so, meine Bücher sind auch alle elektronisch zu haben. Hm. Viele lesen die auch elektronisch. Es gibt mittlerweile Verlage, die veröffentlichen nur elektronische Bücher. Das sind Spezialverlage. Hm. Wird man sehen. Okay. Ich glaube aber, das Buch in Papierform wird nie verschwinden. Ja. Sind wir erstmal durch? Wir sind durch. Sind wir erstmal durch? Also deinen Job gibst du jedenfalls nicht auf zum Bücherschreiben, weil dann würdest du tatsächlich hungern. Ja. Oder so. Ja. Ja, weil Papier kann man halt doch nicht essen, ne? Nee. Irgendwo. Aber so ist es halt bei vielen. Aber so, da ging mir immer so durch den Kopf, aber könnte das sein, dass wenn du jetzt tatsächlich mal so den
das Highlight reinziehst. Du, ich sag mal, ich habe echt nicht so die Ahnung, weil ich habe Harry Potter noch nicht gelesen oder Herr der Ringe oder sowas, aber wie Tolkien oder wie die Rowling, die können davon leben. Hast du vielleicht so leise die Hoffnung, dass es bei dir mal so ein Kick kommt, dass da jemand aufmerksam wird und du musst so Serie für Serie pro Jahr da hinterherknallen? Das würde ich ja nicht machen. Ich habe ja zum Beispiel immer abgelehnt, einen Serienhelden zu schreiben. Ja. Was, ja, meine Bücher sind immer mit anderen Helden und ähnliches. Das ist ein Grundsatz bei mir gewesen. Und ich habe auch abgelehnt, dass ich für irgendwelche Serien oder sowas schreibe. Okay. Das will ich nicht. Ja? Ich will nicht in eine Mühle kommen dabei. Gut, das machen die ja, ne? Die sind ja so, die müssen ja hier, das ist ja eigentlich auch schon wieder nervig, immer wieder was Neues zu erfinden für die alten Helden, in Anführungsstrichen. Zumal, wenn die irgendwann erwachsen werden. So, ja. Denn ich würde sagen, also erstmal ein recht herzliches Dankeschön, Uwe, dass du heute hier warst. Ich werde mich auf die nächste Lesung freuen hier in Burgheide. Da kommst du nicht drum rum. Also okay. Egal wie, eine wirst du noch machen müssen, ob mit neuem Buch oder ohne. Ich stelle mir gerade so einen roten Stuhl mitten auf dem Marktplatz vor. Oh ja. Ja. Und das werden wir auch, ich bringe die Tontechnik mit und dann werden wir das auch ordentlich beschallen. Ich habe echt bei mir im Studio Potsdam noch so einen richtig schönen alten Stuhl, so rot, wie von König, so die. Und dann kann ich mir so, ich muss noch lesen, ne? Den können wir auch ins Fliegerheim stellen, das geht auch. Können wir auch, aber die haben ja schon selber gute Kulisse dort im Fliegerheim. Das ist ja schon nicht schlecht. Ja, okay. Ja. Burgheide, das war's mal wieder bei uns hier beim Kaminfeuer, bei unseren Gesprächen am Kaminfeuer. Wie gesagt, wie Matze schon gesagt hat, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Uwe Schomburg, dass er hier sich die Zeit genommen hat und uns für unsere unwissenden Fragen zur Verfügung gestanden hat. Wie gesagt, da ist noch viel übrig, was man unbedingt lesen muss. Jetzt muss es nicht unbedingt in Türkisch sein oder in Rumänisch. Er hat auch Deutsch geschrieben, kann man in Deutsch lesen. Und ich habe es auch schon gesehen, es gibt es auch auf Amazon die Bücher, zumindest drei, glaube ich, habe ich gesehen. Drei. Kann man dort erwerben. Und ich tue mir das noch an und wir lesen noch. Und dann kann ich natürlich auch mal mitreden. Wir haben jetzt so allgemein über Bücher geredet. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank nochmal, dass du hier für uns zur Verfügung gestanden hast. Kaffee, Kekse. Kannst du bei uns immer kriegen. Ja, wir lesen dafür deine Bücher. Das war's wieder hier beim Kaminfeuer hier in Burgheide News TV. Ganz herzlich, wie immer, hier euer Uwe. Herzlichen Dank. Schöne Grüße an Burgheide. Matze und Lutz. Bis dann und tschüss. Weißt du, was ich auch schon mal gemacht habe? Wir kommen ja aus Burgheide. In Burgheide gibt es Bücher. Ne? Die kann man per Amazon zu Weihnachten an irgendwen verschicken. Da kann man sagen, die Burgheider verschicken ein eigenes Buch aus Burgheide. Habe ich jetzt aber nicht gesagt, kam nur hinterher, hört ja auch keiner. Tschüss. Lutz, dein Alien-Chrom ist abgeraucht. Hast du es gehört?